بنهار منطقة جبلية. Es gibt für mich keinen besseren Ort, um zu regenerieren, als hier in der sehr, sehr friedlichen Uckermark, mitten in der Natur, im Grün, direkt am Wasser, mit guten Freunden. Und es ist gleichzeitig natürlich für mich auch das krasse und absolute Gegenteil von dem, was ich dann in den Krisen und Kriegsgebieten erlebe. Das ist so meine Tankstelle auch. Bilder müssen alle gezeigt werden, weil das ist die Realität. Und jemanden, der in Deutschland im Wohnzimmer sitzt, zu schocken mit einem blutigen Bild, dass man da Rücksicht nimmt, nee, pardon, sehe ich nicht ein. Diese Menschen, die dort sitzen, sind so behütet, so beschützt, so privilegiert. Und sie da mal ein bisschen mit einem schockierenden Bild, was nur die Realität abbildet, aus ihrer Komfortzone herauszustoßen, na, gerne, auf jeden Fall, das muss sein. Ich habe vorher zwei verschiedene Sachen gemacht. Eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, die habe ich geleitet. Parallel dazu hatte ich auch mal einen kleinen Club. Das hat mich einfach ausgebrannt und ich war einfach kaputt und fertig und habe mir dann eine Auszeit genommen. Und in dieser Zeit habe ich auch Ägypten bereist. Und in Ägypten hat es mir einfach so gut gefallen, in Kairo, dass ich dort halt auch schnell Freunde gefunden habe und irgendwie so ein bisschen in Kairo hängen geblieben bin. Ich hatte immer so den Eindruck, jetzt wird Geschichte gemacht und ich habe das große Privileg, dabei zu sein. Habe mich da reingeschmissen und habe angefangen, das aufzuschreiben und versucht, meine Artikel, die ich mir dort ausgedacht habe, zu verkaufen, an die Medien weiterzugeben. Die haben gesagt, ja, danke fürs Angebot, aber vielleicht liegt dir das Schreiben nicht so sehr. Mach doch mal ein paar Fotos. Ich habe jeden Urlaubstag alles dann dort verbracht. Motiviert war ich natürlich dann auch durch meine ersten Fotoverkäufe und so weiter. Und habe dann schon gemerkt, Mensch, das ist doch echt. Das ist was, worauf ich wirklich Lust habe und was mich wirklich erfüllt. Eine sinnstiftende Aufgabe, die ich sicherlich vorher auch schon hatte. Aber ich habe mein ganzes Leben lang immer soziale Arbeit gemacht. So gibt es schon so zwei, drei Dinge, die geblieben sind. Also die ich ja nicht so einfach beiseite legen kann. Das war halt eine wirklich intensive Zeit in Kairo. 2013. Gab es ein Massaker an den Moslembrüdern und dort war ich auch unterwegs und bin verhaftet worden. Und dort sind wir auch gefesselt worden, um zum Gericht gebracht zu werden. Das war so ein Polizei-LKW und der ist dann dort von einer Gruppe Islamisten angegriffen worden. Die haben einfach nur Polizei gesehen, haben sich an das Massaker erinnert und dann fielen halt Schüsse und die Kugeln sind halt durch diesen Transporter geflogen und wir waren halt gefesselt und konnten da nicht raus. Und da hatte ich große Angst auch davor, weil es sowas schon mal vorher gegeben hat, dass jetzt Molotow-Cocktails dann fliegen und man dort verbrennt. Das ist passiert. Also ich bin jetzt ja nicht so der Kriegsfotograf, der aus dem Flugzeug steigt und sich dann duckt, weil die Kugeln durch die Gegend fliegen. Sondern es gibt auch viele Aufträge, die ich habe. Jetzt zum Beispiel, als ich jetzt gerade in Syrien war, vor ein paar Wochen. Ich war nicht einmal an der Front. Wir haben ausschließlich Hintergrundberichte gemacht über ein feministisches Projekt, über eine Familie, die aus Afrin geflüchtet ist. Da komme ich zurück und alles ist gut. Aber wenn ich zum Beispiel bei der Befreiung von Mosul, die ja sehr viele Monate gebraucht hat und wo ich viele Male war, das waren sehr, sehr kräftezehrende Zeiten, wo ich dann direkt an der Front war, der Gefahr von Scharfschützen ausgesetzt war oder von herunterkrachtenden Mörsergranaten. Und das ist dann eine Situation, wenn man das dann zwei Wochen, drei Wochen am Stück hat, wo ich zurückkomme und schon sehr leer bin, sehr gereizt bin, wo Freunde auch zu mir sagten, ey, was ist denn los mit dir, du bist nicht mehr wiederzuerkennen. Da brauche ich halt dann Zeit für mich und viel Ruhe für Uckermark. Morgen fliege ich nach Bagdad. Und von dort machen wir einige Geschichten, dann geht es weiter nach Basra, dann geht es zurück nach Bagdad und dann fliegen wir nach Erbil. Von Erbil geht es dann wieder ein bisschen weiter runter in den Süden, nach Hawisha. Und in der Region sind so die letzte ISIS-Pocket, also die letzten IS-Dschihadisten, die sich dort verschanzen. Dann im Anschluss fahre ich weiter über die Landroute nach Nordsyrien. Aber das ist ein langer Trip, also ich rechne mit einem Monat ungefähr. Besseres Internet als hier in Berlin, ne, würde ich nochmal sagen. Das Internet im Nordirak ist auf jeden Fall wesentlich besser und schneller. Es ist halt eine ganz andere Reise jetzt.
Idlib wäre halt viel, viel gefährlicher gewesen. Ja, also es kann manchmal so ein bisschen mulmig schon sein. Ne? Also jetzt gerade nicht, weil ich weiß, dass die Sachen, die wir machen, relativ ungefährlich sind. Trotzdem habe ich die Weste dabei und auch den Helm. Aber diesmal habe ich weniger Angst als sonst, weil ich glaube, dass die Situation jetzt um Haouisha herum oder in der Region Haouisha relativ unter Kontrolle ist. Und die Weste ist natürlich überhaupt gar kein Garant, dass man selber schusssicher ist. Und mit dem Wissen ist natürlich schon auch dann mein mulmiges Gefühl. Du weißt, das hilft dir schon. Die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht sich immer ein Vielfaches, wenn du diesen Schutz trägst, aber sicher ist das nicht. Also wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. Drück mir die Daumen. Peace, ne? Ciao.